Hallo meine Freunde, zurück bei GasGasless. Ich habe geschlagene 2 Stunden lang gespielt, um im Knockout-Modus den ersten Platz zu erreichen. Ich habe es gerade geschafft. Fragt mich nicht, warum ich nur 2 Punkte kriege, ja, auf der Rankingliste. Ich verstehe das Spiel sowieso langsam nicht mehr. Aber ich habe es geschafft und ich hoffe, ich habe irgendwas gewonnen. 2 Stunden lang. Ich habe Gänsehaut. Ich sitze hier, ich drehe ein bisschen am Rad. Ja, eine neue Felge habe ich bekommen. Das Spiel will mich doch verarschen. Ich habe eine neue. Gut, schauen wir uns doch mal die Felge an. Man muss sich ja auch mal über die kleinen Dinge im Leben freuen, ja? Nö. Ich will mich nicht über die kleinen Dinge freuen. Ich will was Gescheites haben. Wo sind überhaupt die scheiß Felgen? Bei Customize, alles klar. Okay, jetzt, wenn es nicht die Überpimp-Felge ist, ja? Ja gut, ist nett. Aber die war es nicht wert, den ganzen Stress hier. Ich sag's euch. Das war ein Race, ey. Ich wäre gerade fast durchgedreht. Okay. Dann würde ich sagen, Knockout Race. Ich bin gerade so gut dabei. Knockout Race. Crabstone Speedway. Strecke hat auch eine schöne Abkürzung. Kurz vor der Ziellinie geht es ja gleich unter so einer Brücke rechts weg. Aber so eine sehr, 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 wie soll ich sagen. Ja, enge Kurve. Sehr enge Kurve. Schauen wir mal. Also, ich muss sagen, das war echt gerade Wahnsinn. Die Schneestrecke als erstes, dann jetzt gerade die Strecke in den Bergen bin ich gefahren. Richtig, richtig schwierig. Also, bis zum letzten Mal mit gezittert auf der Zielgeraden sind mir noch die Raketen um die Ohren geflogen. Das Ganze 7 Runden lang. Ihr könnt euch vorstellen, was das für ein Stress ist. Und jetzt versuchen wir das Ganze mal hier auf dieser Strecke umzusetzen, euch zu zeigen, euch dabei zu haben. Drückt mir die Daumen. Es ist nicht leicht. Und das werdet ihr mit Sicherheit auch gleich selber erkennen. Die roten Ölfässer kann ich umfahren, das ist gar kein Thema, da wird nur Öl auslaufen. Die Strecke kennen wir ja auch schon ein bisschen. Ein bisschen ist gut, also ja gut, die bin ich jetzt noch nicht so oft gefahren. Aber hier müssen wir erstmal ordentlich bremsen. So, wann darf ich denn eigentlich schießen hier? Wo ist die Fire Zone? Destruction Bonus, okay. Dann gibt es noch ein bisschen hier Boost, wobei mich das jetzt nicht weit vorkatapultiert hat. Wichtig, also ganz, ganz wichtig ist Bremsen in diesem Spiel, habe ich festgestellt. Bremsen, bremsen, bremsen. Hier vorne, die bremsen ja auch alle gerade. Und dann wieder rausbeschleunigen aus der Kurve. Ich will so eine Mischung aus. Ich drücke mal Gas und kurz auf die Bremse. Also ich gehe gar nicht vom Gas runter, dass ich ja noch rausbeschleunige. Und ich bin meistens hier im Dauerfeuermodus unterwegs, habe ich festgestellt, weil irgendwen trifft man immer. Irgendwen oder irgendwas. Hier geht es, glaube ich, rechts lang, genau. Muss man mal ein bisschen durch diese Abkürzung, wenn es eine Abkürzung ist. Hasen haben wir auch noch überfahren. Und immer ins Heck reinballern. Und ganz wichtig hier, Energy. Weil, wenn ich keinen guten Energiestatus habe, das war die Abkürzung hier, fahre ich auch richtig bescheiden. Ja, also ich habe dann auch, mein Lenkverhalten wird schlechter, mein, wow, das Handling vom Auto ist beschissen. Mein Hinschießen, mit dem wir schon ins Heck ballert hier. Unglaublich, das Spiel ist echt sowas von fies, also es nimmt alles mit, was du kriegen kannst. Wenn du nicht aufpasst und nicht genügend Energie sammelst oder wenn du mal hier keine Munition hast oder so, das Spiel bestraft dich sofort. Oder im Gegner knallt dich sofort ab, wenn du kein Schild einsammelst, also echt. Ja, jetzt sammeln wir mal ein bisschen Munition ein, dass wir ja wunderbar wieder nach hinten ballern können. Mache ich einfach mal aus Prinzip, sage ich mal. Man weiß nie, wer hinter einem ist und hier ein bisschen Repair-Kit einsammeln. Wir sind noch Zweiter, das ist doch schon mal ganz gut, nur wie gesagt, ein Fahrfehler und das Spiel verzeiht dir gar nichts. Der erste ist 3 Sekunden vor mir. Mal vor seinem nach hinten abfeuern. Nicht, dass sie denken, hier ist alles easy hier mich zu überholen. Ah, jetzt sind wir ein bisschen hier gegen die Wand gefahren. Der da vorne hat alles aufgesammelt, der Sack. Ich hoffe, das bringt mir ein bisschen Zeit hier lang zu fahren. Sonst wäre ich lieber links lang gefahren. Aber Nitro schnappen wir uns mal hier. Jetzt müsste ich da langsam an den Rand kommen und hier vorne die Abkürzung wieder nehmen direkt. Okay, der fährt sie nicht. Dann fahre ich sie aber. Und Ölfass kriege ich noch.
Ja, der hat natürlich mich gleich einfach mal abgeknallt, hier der Sack. Nein, alles zu warten. Okay, Repair Kit haben wir wieder eingesackt. Okay, immer schön um die Kurven rum. Das haben wir auch noch. Okay, okay, okay. Zweiter Platz, 3 von 7 Runden. Nur kein Boost gerade. Hinter mir ist aber auch ein bisschen ruhig, verdächtig ruhig. Die Mine hier, okay, brauche ich nicht. Schießen wir mal nach hinten. Nehmen wir ein bisschen Kohle mit, warum auch nicht. 50, eigentlich ist völliger Witz. Ich habe so viel Geld, ich kann mir nichts davon kaufen. Das ist gerade die Kacke hier bei dem Spiel. Ich habe genug Geld, aber ich kann mir nichts kaufen, weil ich keine Fahrzeuge freigeschalten bekomme. Den da vorne hat es wohl gerade ein bisschen für die Mine geschmissen. Kann mir recht sein, weil ich bin dann Erster. Ballern wir mal ein bisschen nach hinten. Ja, okay. Also entweder ich fahre jetzt schon viel zu lange und bin hier einfach jetzt zu gut für das Spiel. Aber gerade ist es ja verdächtig, auffällig, ruhig um mich rum. Und ich komme hier einfach viel zu gut um die Kurven. Ich bin Erster. Da liegt ein Wrack rum. Wir legen mal wieder ein bisschen Öl auf die Strecke. Nicht, dass das... Ja, diesen Spruch, nicht, dass der hinter mir langweilig wird. Glaube ich, benutze ich auch wieder viel zu oft. Aber gut, okay. Wir sind live dabei. 4 von 7 Runden. Und ein bisschen Boost haben wir noch. Ein Schild können wir auch mit dem Repair Kit. Hinter mir schleicht sich einer an, wie ich sehe. Einfach Seil nach hinten. Dauerfeuer nach hinten. Ja, ich kann mich auch nicht nach vorne, oh, und nach hinten konzentrieren, aber das Schild hat mir gerade hier den Arsch gerettet. Das Schild hat mir wirklich den Arsch gerettet. Okay, hinter mir. So, ballern, 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 ballern. Irgendwann erwische ich den schon. Oder irgendwie. Okay, das große Repair Kit nehmen wir uns wieder mit. Oh, was für eine Salve, ey. Dann hat er mich überholt. Mein Unglück. Ja, jetzt habe ich mir auch in den Boost geschossen. Aber dafür kriegt ordentlich eine Abreibung hier von mir. Aber fährt er geradeaus oder biegt er rechts ab? Gut, ich beginne mich rechts ab. Und die Windpfütze. 1, 2, 1, 1, alles da. Vielleicht krieg ich den auch abgeknallt. Vielleicht wird der Kit hier schön aus, wenn er das erst nicht kriegt. Im Fokus hat mit meiner Kanone. Komm, das Repair Kit, ja, alles klar. Und die 200 habe ich auch noch. Gut, gut, gut. Boosten wir mal ein bisschen. Ah, Mist. Aber ich glaube, das kriegt er auch nicht hier. Ich glaube, das Repair Kit. Okay, das stoppen wir uns wieder hier auf der rechten Seite. Was habe ich denn hier? 0 Sekunden, wie knapp ist der denn hinter mir, ey? Wie knapp ist der hinter mir? Ah, das ist mein Boost. Mein Boost, diese Runde. Meiner. Okay, die Minen, auf die Minen aufpassen. Und Repair Kit einsammeln. Alles klar, Repair Kit eingesammelt. Das heißt, wenn sie sich dahin bekriegen, dann kriegen sie zumindest keine... Nein, die Mine, aber mein Schild hat mich gerettet. Und wir legen wieder Öl. Öl, Öl, Öl. 6 von 7 Runden und nochmal Öl. Ja, Eulbonus. Ist einer reingedriftet? Alles klar, jetzt heißt es wieder Sachen einsammeln. Den Boost kann ich mal irgendwo benutzen, ne? Irgendwo kann ich mal den Boost benutzen. Hier aus der Kurve komme ich aber nicht so gut raus. Dann nehmen wir den nochmal hier oben. Liegt eine Mine irgendwo? Nein, okay. Da vorne nehmen wir den Überdamage mit. Und schauen, dass wir auch hier den Repair Kit wieder einsammeln. Okay, okay.
hier die Munition. 3 Sekunden Vorsprung, okay, boosten wir mal ein bisschen. Okay, der ist schon wieder hinter mir, wie ich gerade auf dem Radar erkannt habe. Nebeln nehmen wir mal wieder ein. Okay, wer hat die Minen gelegt, der ist sagt, zack. Ich war es nicht. Und Nebeln und boosten. Und wir nehmen wieder Energie mit hier. Und nach hinten schießen. Okay, 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 okay. Letzte Runde, meine Damen und Herren. Letzte Runde. Okay. Das Repair geht wieder meins. Ein bisschen Boost haben wir noch. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Das heißt, ich kann irgendwo mal schön aus der Kurve rausbeschleunigen. Mehr ist aber da nicht drin. Und im Sinne von rausbeschleunigen meine ich mal so einen kurzen... Ja, jetzt hier zum Beispiel. Das war's. Nach hinten schießen, nach hinten schießen, nach hinten schießen. Mine. Und schön ballern. Munition habe ich ja genug. Das ist ja das Schöne im Spiel. Man kann wirklich hier dauerfeuermäßig draufhämmern. Weil, naja gut, das heißt, Munition hat man genug. Man muss schon upgraden. Sonst wird es ein bisschen schwierig. Das ist ja nicht direkt hinter mir. Okay, Power Up mitgenommen. Und wieder Nebeln. Nebel, Nebel, Nebel. Ich habe auch gelesen, wenn er eingenebelt wird, kann er nicht mehr schießen, was mir sehr zugute kommt hier. Gerade im aktuell. Er wird dann weiter eingenebelt. Und wir schießen nach hinten. Wir benutzen nochmal unseren Boost. Oh, oh, oh. Wow, vergeigst in der letzten Runde, vergeigst wirklich in der letzten Runde, kurz vorm Ziel. Vergeigst, vergeigst, nein, oh, ich hab's geschafft. Oh, ich hab wirklich gerade nicht gewusst, drücke ich Handbremse oder durch die normale Bremse. Oh mein Gott, hab ich jetzt geschwitzt. Oh mein Gott. Also ganz ehrlich, das Spiel ist langsam nichts mehr für mich. Ich brauche hier so einen Defibrillator, ja, falls ich im Herzstillstand irgendwie, weil... Es ist echt nicht zum Aushalten. Also ich komme gar nicht klar. Ich will mich ja nicht drüber beschweren. Das ist ja geil, wenn das Spiel einen so mitnimmt. Ne? Aber es ist so richtig, richtig schwierig. Okay, ihr wart dabei. Seht ihr, dritter Platz, 2 Punkte. Warum kriege ich nur 2 Punkte? Was habe ich falsch gemacht? Ich war Erster. Und so nett ist das Spiel zu mir. Ich werde Erster. Ein verdammt schweres Rennen. Und ich kriege gar nichts. Ich kriege nicht mal einen verschissenen Aufkleber. Nicht mal das Huhn hier legt ein Ei für mich. Ich werde mal auschecken, wie es weitergeht. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Teil Gas Guzzlers. Und ich hoffe, ich kriege das wieder ein bisschen gebacken, weil irgendwie ist es ganz schön schwer. Ciao, danke fürs Zuschauen.